Oder? Und jetzt? Ach so, genau. Jetzt holen wir noch die Belohnung. Auch komisch, dass man dann nochmal dahin gehen und die claimen muss, oder? Gib mir die halt einfach am Ende von meinem Trial Run. Haben wir das auch gemacht? Was können wir denn noch machen? Es ist wirklich schade, ey. Es ist wirklich schade, dass ich das Spiel sowas von leer gespielt habe. Und ein richtiges Content-Update erst im Dezember kommt. So, bis dahin mache ich jetzt halt immer so ein bisschen meine Daily-Quests. Und ja, es ist schon cool und grinden und ne. Aber mir wird das Spiel so viel Spaß machen. Aber da ist einfach nichts mehr. Da ist einfach nichts mehr übrig von dem Spiel. Ich hab's zu schnell leer gespielt. Ich verbinde Strapse mit Gandalf. Lord of the Weed. Ach so. Doom Patrol hat vor allem nicht diese übertriebene Gossensprache. Das nervt ein wenig am Boys. Naja, gut, ich meine, die Catchphrase von dem Roboman ist What the fuck? Der flucht schon auch ziemlich viel rum die ganze Zeit. Snowy McFly, hi. Danke fürs Abonnieren und willkommen. Und das Glas explodiert. Dankeschön. Voll nett. So, für die das weibliche Genital als Schimpfwort verwenden. Ach, bei Boys, ja, der Butcher, ne? Der, bei dem ist halt jeder, darf ich das bei Twitch sagen? Bei dem ist halt jeder eine Kant. Das ist halt, als würde er sagen, Bro, der Dude, sagt er halt Kant. Aber er meint er nicht böse. Wird ja sogar in der Serie angesprochen, dass der Huey-Charakter eigentlich gar nicht versteht, warum das überhaupt als Chimpfwort benutzt wird, weil eigentlich ist das ein super cooles Organ. Und ja, da hat er recht. Mal lieber zu dem Magier, wo ist er denn? Das ist ein Schutzschild, kann jetzt aber ohne Feuercharakter. Ne, warte, das ist ein Eismagier, oder? Na, ist ja egal, aber die Schutzschilde können schon mal ein bisschen halten. Und in der Challenge kriege ich für jeden besiegten Gegner Zeit. Da macht schon Sinn, dass man sich ein paar Schleims übrig lässt. Wo sind denn überhaupt alle? Ach so, der ist schon entschildet. Na, dann ist gut. Ich verlenke mich da. Mich nervt das immer so. Ich möchte immer den einen Charakter nehmen und nehme versehentlich den anderen Charakter und dann steht plötzlich der Falsche da, macht die falsche Aktion und es gibt immer so einen kurzen Cooldown, in dem man nicht Charakter wechseln kann. Ah, das nervt mich. Wenn mir das mitten im Kampf passiert. Hi, Lucario. Hallo, wie geht's? Im Vergleich zu den Comics ist Butcher in der Serie noch recht handsam. Die Comics kenne ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich finde aber wirklich an The Boys auch ziemlich gut, also weil ich mag diese Crew eigentlich. Ich meine, Butcher ist ehrlich gesagt ein ziemlicher Trottel, aber alle anderen sind irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so echte Charaktere, so realistische Charaktere. Nicht, wie man es oft aus solchen Settings kennt, wo jeder irgendwie noch ein größeres, bescheuertes Alpha-Männchen ist wie der nächste, sondern das sind so,
so nachvollziehbare Charaktere alle miteinander. Und ich finde Franchi so super. Franchi ist echt mein Lieblingscharakter. Der ist so sympathisch. Der im Grunde ein Auftragskiller, wenn man so will, ne? Mit dem goldenen Herzen. Ich meine, das ist auch ein Trope natürlich, seit Leon der Profi spätestens, aber ich finde den super. Schöne, gute Serie. Aber wie gesagt, Doom Patrol ist für mich bigger than the boys. Ich hab die noch nicht gesehen. Ich dachte nämlich, das ist nämlich echt total komisch, weil Amazon die Serien, die Folgen von The Boys der zweiten Staffel so seltsam veröffentlicht hat, dachte ich eigentlich, die haben von Anfang an alle Folgen veröffentlicht. Aber dabei waren es am Anfang, glaube ich, nur drei. Aber ich dachte, die sind schon alle da. Und habe dann irgendwie eine Woche später zu schauen angefangen oder so und habe alle weggeguckt. Und da waren es irgendwie nur vier Folgen. Oder dann habe ich die fünfte noch gesehen, glaube ich. Und dachte, das war jetzt die zweite Staffel. Ich habe die Folgen nicht gezählt. Ich habe das so gebinged auf 2 Tage und dachte mir, das war sie jetzt. Und habe mir gedacht, na, komisches Serienfinale, keine Ahnung, aber okay. Aber ich war halt der festen Überzeugung, die zweite Staffel ist komplett online gegangen. Und habe jetzt bis vor kurzem, war ich der festen Überzeugung, ich habe die ganze zweite Staffel schon gesehen. Das war's. Und jetzt ist mir erst klar geworden, dass es da doch noch mehr gibt. Und jetzt bin ich gerade dabei, die nachzuholen. Tja, so kann es gehen. Aber jetzt ist mir eben Doom Patrol dazwischen gekommen, weil die zweite Staffel von The Boys gucke ich jetzt mit Merlin gerade gemeinsam. Deswegen mache ich da gerade Pause, beziehungsweise habe mir dann eben Doom Patrol als Alleinschauserie rausgesucht. Ich habe immer gern so Serien, die ich quasi nebenbei gucke, wenn ich irgendwie Videos render oder irgendwelche Bilder oder Videoschnipsel zusammensuche, ne, so Verwaltungsarbeit mache, Playlisten manage, so Sachen, da habe ich immer irgendeine Serie nebenbei laufen. Das darf aber keine zu komplexe Serie sein. Die muss relativ einfach sein, relativ simpel, damit die so nebenbei laufen kann. Und ehrlich gesagt habe ich Doom Patrol gestartet, weil ich dachte, na, das ist wahrscheinlich so eine leichte Unterhaltungsserie. Und dabei ist die so cool. Davor habe ich nämlich Once Upon a Time geguckt. Eine absolut doofe eigentlich, aber schon auch sehr unterhaltsame Telenovela eigentlich, mit ein bisschen übernatürlichen Elementen. Rumpelstiltskin ist ein total cooler Charakter, aber im Endeffekt ist der halt der typische Joe Gerner. So dieser moralisch ambivalente Geschäftsmann, man weiß nie so genau, auf wessen Seite der jetzt eigentlich steht. Ach ja, wirklich, wie Joe gerne aus guten Zeiten, schlechte Zeiten. Aber der ist super. Genau, das habe ich immer geguckt, weil das war in Amazon Prime enthalten. Und jetzt plötzlich gibt's das nicht mehr. Die haben mir Anfang Oktober die Serie weggenommen. Ich war mittendrin. Ich wollte einfach weiterschauen. Und plötzlich heißt es so, ja, willst du das jetzt kaufen für 1,50 oder wie? Und ich so, what? Und dann habe ich gemerkt, dass die mir Once Upon a Time geklaut haben. Mittendrin. Gerade als es zur großen Konfrontation mit Peter Pan gekommen wäre. Jetzt werde ich wohl nie erfahren, wie es weitergeht. Aber da das zum Glück für mich nur so eine Nebenbei-Guckserie war, ist es jetzt auch nicht besonders tragisch. Aber genau, so bin ich dann eben bei Doom Patrol gelandet. Und finde die schon ziemlich toll. Ja. In den Comics liegt Butchers Trauma noch tiefer, weil er nach dem Homelander. Ich will gar nicht so. Ich lese es nicht laut vor, damit ich nicht so viel spoile. Ah ja. Ja, ich bin gespannt. Oh, irgendeine Zufallsquest in der Nähe. Machen wir die schnell. Also ich weiß ja den Plot-Twist aus den Comics, aber es ist ja schon ziemlich sicher, dass die in der Serie einen anderen Plot-Twist nehmen werden. Insofern, falls du Disney Plus hast, kannst du Once Upon a Time. Da sind wirklich, echt, haben die auch Once Upon a Time? Das ist super, das haben wir nämlich wirklich. Dann schaue ich es vielleicht doch noch weiter. Das wusste ich gar nicht. Laut Google. Ja gut, aber ob das dann in Deutschland so ist, das ist dann immer die Frage. Das weiß man immer nicht.
wenn man da googelt, da ne, so international und so. Ich habe insofern ist das immer, ich finde das immer ein bisschen schwierig rauszufinden, was es jetzt tatsächlich in den einzelnen Streaming-Portalen in Deutschland gibt. Weil meistens findet man immer Angaben zu dem US-Serienangebot. Und dann bin ich immer verwirrt. Dann lese ich auf Twitter wieder, hey, auf Netflix gibt es jetzt das und das. Und ich denke mir, oh, nice, yeah. Und dann merke ich so, ach so, nicht in Deutschland. Ich weiß schon, man könnte das einfach mit so einem, ne, so, wie nennt man die Dinger, die die IP-Adresse verändern, verschlüsseln, zu anderen schicken, umgehen. Aber das ist mir zu umständlich. Und ich kenne mich nicht aus. Wird im deutschen Disney Plus angezeigt. VPNs, genau. Danke, Metatron. Ja, cool. Na, gut zu wissen. Danke. Das ist echt eine coole Information. Weil jetzt bin ich eh mit Doom Patrol Staffel 2 gleich durch. Und wie gesagt, The Boys gucke ich mit Merlin zusammen. Deswegen kommen wir dann nicht so schnell voran, weil das, ne, halt vielleicht abends mal eine Folge oder so. Und da brauche ich eh wieder irgendwas zum Nebenbei anschauen. Aber perfekt. Once Upon a Time hat nämlich ungefähr 7000 Staffeln oder 8 oder so. Und jede davon hat 20 Folgen oder so. Da kann man schon ganz schön sich berauschen lassen. Ist eine nette Serie. Ich habe die, glaube ich. Ich will die gar nicht zu schlecht machen. Ist halt wirklich eine Telenovela. Ist halt wirklich wie gute Zeiten, schlechte Zeiten und wie sie alle heißen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich kenne mich da nicht aus, aber von der Struktur her ist das einfach und von den Figuren her ist das eben voll so diese typische Telenovela-Struktur. Aber genau deswegen funktioniert's. Jeder Charakter hat einen Subplot und einen Subplot und einen Subplot vom Subplot. Und der eine Charakter, der in dem Subplot vom Subplot eingeführt wurde, kriegt dann noch seinen eigenen Subplot. Und dann ist alles miteinander verwurstelt und man hat das Gefühl, es sind total komplexe Figuren. Aber in Wirklichkeit schreiben die Autoren einfach immer irgendeinen Scheiß zusammen. Aber es funktioniert und macht Spaß. Und dann kommt der nächste Reveal. Der Charakter ist nämlich in Wirklichkeit der Vater von dem Charakter. Aber nein, er ist dann doch nicht der Vater, denn in Wirklichkeit ist der echte Vater schon die ganze Zeit über der Sohn von dem und dem gewesen. So funktioniert das halt quasi. Und ich würde fast sagen, im Telenovela-Universum ist das sogar eine gute Serie. Schon allein wegen Rumpelstilzchen. 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 Der ist wirklich super. Aber wenn sich dann mal Rumpelstilzchen und die Prinzessin der Verökelung miteinander verbünden, ey, dann dann haben wir ein Problem. Ich stehe eigentlich nicht auf Telenovelas, aber bei Verliebt in Berlin bin ich damals echt hängen geblieben. Ja, das ist eben so bei diesen Telenovelas. Eigentlich weiß man, dass das nicht gut ist, was man da guckt. Eigentlich weiß man es ganz genau, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Aber wenn man dann mal drin ist, dann will man schon irgendwie auch wissen, wie es weitergeht. Weil man hat schon so viel in diese Charaktere investiert, dann will man auch wissen, wie es ausgeht. Aber der Trick von Telenovelas ist, es geht nie aus. Es gibt nie ein Ende. Das ist es ja gerade. Es gibt immer, gerade jetzt bei Once Upon a Time, ist ja quasi das Alter dieser Figuren dadurch, dass die so lange in der Märchenwelt lebten, nicht relevant. Und jetzt können die quasi die Zeitstränge, soweit die wollen, erweitern und hier noch ein Kapitel einfügen und dann nochmal ein Prequel zum Prequel machen und so weiter. Das quasi, die Charakterstränge sind da potenziell endlos. So, ich glaube, ich habe ein Paket für dich, Dr. Edith. Ich habe ehrlich gesagt nicht genau gelesen, was da stand, aber ich denke schon. Ja. Und jetzt teleportiert sie sich ein paar Zentimeter weiter nach vorn. Und steht wieder da. Aber sie freut sich, glaube ich, dass sie so ein tolles Paket bekommen hat. Irgendwie creepy. Ah ja, jetzt geht sie mit ihrem Paket weg. Zudala,
Ich glaube, ehrlich gesagt, mehr kann ich fast irgendwie gar nicht mehr so richtig machen hier in dem Spiel, oder? Wie gesagt, ich würde so gern mehr spielen, aber das Spiel lässt mich nicht. Es gibt mir nichts mehr, was ich tun kann. Haben wir noch. Ah, warte mal, ich muss noch 10 Original Raisin ausgeben. Für die Daily Quest. Wie viel habe ich denn noch? Okay, jetzt passt auf, ich brauche mindestens 20, damit ich überhaupt irgendwas damit anfangen kann. Die regenerieren sich ein Punkt pro 8 Minuten. Also 6 mal 8. Oh, 48 Minuten. Das dauert ein bisschen. Was könnten wir denn 48 Minuten lang noch machen? Ich glaube, ich habe auch wirklich schon alle Quests erledigt. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein paar Questgeber in der Welt, die ich nicht entdeckt habe, keine Ahnung. Ich habe sogar schon die Achievements abgearbeitet, weitestgehend. Ich kann mal gucken, ob einer von den. Das ist eine gute Idee. Gucken wir mal, ob einer von den Figuren irgendwelche Rohstoffe braucht für das nächste Level-Up. Ah, guck hier. Rote Windblumendinger. Die findet man beim Drachen, glaube ich. Genau. Dann suchen wir jetzt. Wie viel brauchen wir? Dann suchen wir jetzt einfach mal zwei. Na, das dürfte schnell erledigt sein, aber trotzdem suchen wir mal zwei gelbe Blumen. Ah, das kann ich mir vorstellen, dass wenn man selber dann auch noch die Locations kennt, in denen die Serie spielt, dass man dann noch mehr Interesse dran hat dann vielleicht. Geht mir bei Spielen so, wirklich. Ich würde, also viele Spiele, die in der echten Welt spielen, schaue ich mir nur an, weil ich mir denke, oh, da war ich schon mal, mich interessiert, wie die das in dem Spiel abgebildet haben. Die ganzen Seifenopern schöpfen eben das Konzept der Cliffhanger wirklich aus. Ja, aber wirklich. Perfektioniert haben die das. Die Blumen sind relativ selten hier in dem Gebiet, aber erscheinen immer gleich in kleinen Cluster. Hey, eine Schatzkiste. Das ist eine von den Random-Schatzkisten. Das wusste ich auch ganz lange nicht. Aber es spawnen immer, wenn man sich einloggt, zufällig überall so kleine Holzkisten, wo ein bisschen Loot drin ist. Da kriegt man leider keine Primo-Chance, also nicht diese Premium-Währung, die man sonst in Truhen kriegt. Aber immerhin. Immerhin gibt es immer wieder doch ein bisschen was zu entdecken. Unter Bäumen war der Tipp, aber hier sind gar nicht so viele Bäume. Feuerblumen, die brauchen wir aber nicht. Es ist schon ein bisschen her, dass ich hier das letzte Mal Blumen pflücken war. Die sollten sich schon wieder regeneriert haben, eigentlich. Sollte man meinen. Und falls nicht, habe ich bestimmt einige stehen lassen. Insofern wollen wir nur ein bisschen uns umgucken. Finden wir schon welche. Die sind meistens in der Nähe von Windschleims. Ah, okay. Da habe ich vorher welche gesehen, da hinten, glaube ich, irgendwo. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, nee, da ist ein Pilz. Naja, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe eine Milliarde von diesen Pilzen. Ich glaube wirklich, ein paar Rohstoffe habe ich, glaube ich, wirklich in lächerlich großer Anzahl. Wenn man die dann nur in Verbindung mit selteneren Rohstoffen irgendwie verkochen oder verwerten kann, ist es. Ich glaube zum Beispiel diese Zuckerblume. Oh mein Gott, habe ich viel von diesen Zuckerblumen oder wie die heißen. Sweet Flower, genau. Oh mein Gott.
Wenn die Schleims fliegen. Aber das tut er jetzt leider nicht. Kann man den mit jedem Bogenschützen sofort One-Hit killen? Auch die großen. Die großen Luftschleims. Aha. Nein, Karotten. Aber die haben eine komische Formation. Genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht tatsächlich eine Kiste, die ich übersehen habe. Könnte auch eine zufällige Kiste gewesen sein. Ey! Eins und zwei. Und eine noch als Bonus. Da, 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 da. Sehr schön. Schauen wir weiter, was wir sonst noch so machen könnten. Generell kann man sagen, dass man in der Nähe von Elementarschleim auch Blumen dieser Art findet. Aha. Ich meine, in dem Fall war es jetzt tatsächlich auch so. Das stimmt. So, was brauchst du denn zum Beispiel? Ah. Schleim von diesen Feuerblumen. Das ist diese Essenz von diesen Feuerblumen. Da weiß ich welche. Ich habe mir da so eine Monster-Hau-Route mal zusammengebastelt. Das sind gleich am Anfang zwei Feuerblumen. Beziehungsweise eine Route zusammengebastelt. Stimmt nicht ganz, weil die Route laufe ich jedes Mal anders. Ich habe da keine feste Route, weil ich mir immer wieder denke, Moment, und von hier aus, wo gehe ich jetzt gleich nochmal lang? Aber es gibt viele verschiedene Abzweigungen, die alle Sinn machen, wo es ganz viele mächtige Gegner gibt. Das ist sinnvoll. Das Crafting im Spiel ist auch ein wenig seltsam. Ja, im Endeffekt gibt es nicht so richtig Crafting. Also man kann schon kochen, aber im Endeffekt sammelt man Materialien in verschiedenen Qualitätsstufen und kann dann die schlechterstufigen Materialien aufbessern zu besserstufigen. Das ist eigentlich so ziemlich alles. Oder nicht ganz. Stimmt, man kann Tränke auch noch machen. Mache ich aber nie. Sollte ich vielleicht mal. So, jetzt passt auf. Genau, da unten geht's los. Ich glaube, ich muss mein Team schnell verändern für die Grinding-Route. Die gute Route. Ein blaues Triforce, die kommt aus Lorule. In dem Spiel sind tatsächlich ein paar Triforce. Da gibt es auch ein Rätsel, wo wirklich ein riesiges Triforce auf dem Boden gemalt ist. Ich habe das einfach mal als Referenz verstanden. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber ich denke, genau das denke ich. Ungünstig gefallen. Ah, ihr nervigen kleinen... Die sind so nervig, diese kleinen Viecher. Sodala. Für irgendeinen Charakter, ich weiß nicht mehr für welchen, brauche ich auch Masken und Pfeilspitzen. Dann können wir da oben schnell hingehen und die auch noch mitnehmen. Yeah.
alle tot. Sehr gut. Gut gemacht, Rabe. So ein permanenter Rabe, der so rumschießt, Projektile verschießt. Den habe ich am Anfang unterschätzt. Ich habe mir gedacht, das ist eine lame Fähigkeit. Aber als Support-Fähigkeit für den Haupt-Damage-Dealer ist das total super eigentlich. So, na gut, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Machen wir mal die Grinding-Route. Mal schauen, ob ich die einigermaßen zusammenkriege. Das ist nämlich gar keine schlechte Route. Unten die Blumen hauen. Optional noch schnell die kleinen Maskenkerle. Und dann kann man gegenüber, da wo das große letzte Rätsel in diesem Gebiet auf einem wartet, wenn man wirklich so ziemlich alles erledigt hat, kann man weitermachen. Genau, ich glaube, die nächste Station sind die da, die Kerle. Kann man nicht den Turm der endlosen Qualen ewig machen, bis man verzweifelt das Spiel deinstalliert? Hier in dem Spiel jetzt kann man tatsächlich, das stimmt. Aber da brauche ich stärkere Charaktere. Also, ich kann es euch eh schnell sagen. Mein Ziel ist nämlich eigentlich, aber das wird heute leider nichts mehr wahrscheinlich, dass ich meinen Adventure-Rang auf 40 hebe. Der ist nämlich noch ganz knapp unter 40 und erst ab 40 kann ich meine Figuren hier auf die nächste Stufe befördern. Und das wäre eben ziemlich gut, weil dann werden sie stärker. Ja, ich muss schnell die Katze rauslassen. Und dann komme ich auch in diesem blöden Turm endlich mal weiter. Da hänge ich nämlich gerade. Der wird nämlich schon echt schwer hinten raus. Und genau, deswegen ist jetzt mein Ziel eben, dass ich diesen Gildenrang erhöhe. Aber aktuell habe ich einfach keine Möglichkeiten mehr, Adventure XP zu sammeln, weil ich habe alle Quests erledigt, ich habe so ziemlich alle Kisten in der offenen Welt höchstwahrscheinlich oder sehr, sehr viele auf jeden Fall. Ich habe meine täglichen Quests erledigt. Ich glaube, es gibt für mich jetzt aktuell keine Möglichkeit, den Adventure-Rang noch zu erhöhen. Viel fehlt zwar nicht mehr, aber wahrscheinlich wird es morgen oder übermorgen, bis ich dann endlich wirklich 40 bin. Und dann kann ich in diesem Turm weitermachen. Aber im Endeffekt bereite ich schon meine Charaktere drauf vor, dass ich die dann schon sofort in den nächsten Rang erhöhen kann, wenn es soweit ist. So, Katze, ich komme schon. Ups. Ah, Mikrofon. Was tust du? Warum? So. Das könnte Razor sein, aber auf jeden Fall brauchst du eine Pflanze mit Wolf im Namen. Ach so, zum Hochstufen. Ja, ja, wahrscheinlich ist das Razor, oder? Ich schätze mal stark, der braucht diese lila Zwiebeln, die nur in seinem Wald wachsen. Ich habe mir nämlich schon gedacht, die sind da nämlich überall. Ich habe ganz viel davon gesammelt und habe nirgends gefunden, wo ich die ausgeben kann und habe mir schon gedacht, das sind wahrscheinlich seine Wolfszwiebeln. Na komm. Warum will er denn nicht in den Wirbelsturm? So schön vorbereitet. Und dann geht er nicht rein. So, jetzt passt auf. Von hier aus muss ich jetzt, glaube ich, wie gesagt, die Route verändert sich jedes Mal ein bisschen. Von hier aus fliege ich jetzt, glaube ich, da runter, ne? Ich kletter vorher mal da hoch, weil ich bin mir immer nicht sicher. Aber ich glaube, hier in der Gegend ist jetzt kein starker Gegner mehr. Manchmal, aber ganz selten nur, spawnen da unten nochmal Eisschleims, glaube ich, oder Eisblumen. Aber irgendwie haben die eine viel längere Respawn-Zeit als alle anderen Gegner. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Oh.
Oder man kann die irgendwie triggern, aber ich weiß nicht wie. Ich habe schon gedacht, wenn man vielleicht die Blume pflückt, aber nee. Ach so, doch, jetzt sind sie da. Naja, vielleicht dauert es nur länger, bis sie kommen oder so. Aber die brauchen wir sogar wirklich. Im Wasser gegen Eisgegner kämpfen ist immer lästig, weil man ständig tief gekühlt wird. So, danach.